Halt! Alles ist da. Alter, scheiß ab hier! Servus Leute und willkommen zu unserer Island-Tour. Der Christian ist wieder am Start, er hat ja die Bulgarien-Durchquerung mal gemacht. Diesmal steht die Island-Durchquerung an. Richtig. Genau, das sind ungefähr 600 Kilometer. Wir starten jetzt hier in Reykjavik, in der Hauptstadt. Und dann geht's nach Raufarhöfn, das ist quasi ganz im Nordosten von Island, also ganz oben. Wir durchqueren quasi Island einmal quer durch von Südwesten nach Nordosten. Das sind 600 Kilometer. Ungefähr, ein bisschen weniger, aber dadurch, dass wir hin und wieder ein paar Umwege laufen oder uns Sachen anschauen, vermutlich werden es ungefähr 600 Kilometer werden. Wir waren gerade noch mal kurz einkaufen, Preise sind scheiße teuer, haben wir gerade festgestellt. Ja gut, wir wussten es ja auch schon ein bisschen vorher. Jetzt ist erstmal das erste Ziel, aus der Stadt rauszukommen. Erstmal für die erste Nacht ein bisschen ruhigeren Ort zu finden, dann kann es die nächsten Tage so richtig losgehen. Wir sind ein paar Kilometer weiter, wir sind an der Tankstelle. Der Christian schaut jetzt gleich nochmal in das Geschäft da rein und schaut mal, ob es da Gas gibt. Nein? Okay, kein Gas. Wir waren auch insgesamt von zu Hause aus fast 18 Stunden unterwegs. Also mit Zug, mit Warten, in Hof zum Beispiel 3,5 Stunden und mit Flug. Wir sind zwar immer noch in Reykjavik, aber dazwischen gibt es jetzt irgendwie so eine Freifläche oder sowas. Ja. Genau, und da... Jetzt schauen wir mal, ob wir gut zelten können. Wir haben jetzt immer noch kein Gas gefunden. Für heute Abend haben wir Brot gekauft und das sollte dann auch reichen. Das Wetter ist sehr gut, also das haben wir gar nicht so erwartet. Ich bin erstmal sehr froh, dass es so warm ist. Ja. Christian läuft jetzt schon mit T-Shirt rum. Ja, mit Pullover war es deutlich zu warm. Übermorgen soll es regnen. Sehr laut stark sogar, ja. Ja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass es noch verzieht. Aber Christian meint, das ist ziemlich sicher. Aber am Ende ist dann scheiß grau und dann ist alles nass mit dir. Ja, also am Meer direkt würde ich auch nicht schlafen. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Campspot. Wir haben entweder hier die Möglichkeit, hier ist ziemlich, hier sind halt so riesen Haufen, keine Ahnung, ist total bucklig. Da unten ist das Meer. Die andere Möglichkeit wäre da unten. Gut, das hat sich jetzt doch geklärt. Wir haben jetzt hier so einen, der Christian hat hier so einen coolen Spot gefunden. Also es ist trotzdem ein bisschen huckelig. Ich habe glaube ich noch nie auf so einem huckeligen Untergrund geschlafen. Aber hier ist super geschützt. Hier sieht uns kein Mensch. Oder halt sehr wenige nur, ne? Und das Zelt bauen wir relativ spät auf, damit uns keiner sieht. Wir werden wahrscheinlich auch relativ früh wieder aufbrechen. Das ist ja die Alternative, aber man muss halt sagen, hier bist du halt wirklich extrem auf dem Präsentierteller. Und dir kann jeder quasi zuschauen. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, da hochzugehen. Aber hier sieht es halt echt richtig krass aus. Also wirklich, wenn man mal so den Strand entlang schaut, mit der Wiese so an der Seite, richtig krass. Ja, gell, unglaublich. Richtig cool hier. Wir essen jetzt hier gerade ein bisschen das gute Hafra-Braut. Schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Ja, kann man nur empfehlen. Also wenn ihr nach Island fahrt, ne, dann schlagt zu. Das war sogar im Angebot. Also, das ist ganz zwar oben dran, aber wir haben so ein bisschen genau. Dann haben wir noch so die billigste Marmelade bekommen. Hier mit Hagebutte. Kann man auch nur empfehlen. Wir genießen jetzt noch den Sonnenuntergang. Also derzeit ist es noch echt richtig schön warm. Es ist echt heftig, wie die Flut hier reinströmt. Man kann wirklich zuschauen, wie das Wasser hier überall reinkommt. Ihr habt es im Zeitraffer gerade gesehen. Wir hatten hier vorhin so eine riesen Insel für uns. Das ist so eine riesen Küste. Das ist jetzt alles weg. Das Zelt steht. Das ist halb neun, gell? Das ist halb neun, genau. Das ist echt ein bisschen verrückt hier. Wir werden aber relativ früh ins Bett gehen, damit wir relativ früh wieder aus dem Bett kommen. Ich bin auch extrem müde. Ich habe beim Flug nicht so viel geschlafen oder allgemein die ganze Nacht. Der Christian auch nicht. So sieht innen aus. Ja, und hier vorne lagern wir wahrscheinlich die Rucksäcke dann. Wir sehen uns dann in aller Frische wieder morgen früh. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, guten Morgen. Der Michael, der versucht jetzt gerade hier
verzweifelt seinen Rucksack zu packen. Die Nacht haben wir eigentlich ganz gut überstanden. Das Problem ist ein bisschen, die Innenseite ist jetzt ein bisschen nass. Ich denke wegen unserem Atem, weil außen ist nichts nass. Also das, ja, kommt schon nicht von außen. Es ist ein bisschen kalt, wir haben gerade Daunenjacken an und so, aber das Wetter ist wieder wunderschön und ich denke, es wird im Laufe des Tages dann auch wieder ein bisschen wärmer. Ich denke, wir bauen das Zelt dann heute Abend einfach früher auf, damit es ein bisschen trocknet, weil hier haben wir momentan keine Sonne und wir wollen woanders frühstücken. Wir verlassen den Schlafplatz wieder, alles schön sauber wieder hinterlassen und somit verlassen wir eigentlich auch das Meer. Wir werden jetzt immer weiter ins Landesinnere gehen und erst ganz, ganz am Schluss bei unserem Zielort wieder auf das Meer treffen. Irgendwie schon eine wirre Vorstellung. Gut, da vorne ist wieder der Weg. Wir haben übrigens sehr, sehr nah am Weg übernachtet. Wir haben gerade ein bisschen eingekauft. Hier Baguette. Hinten dran ganz viele Bananen, weil die waren ganz, ganz billig. 36 Cent das Stück. Deswegen haben wir da mal gleich kräftig zugeschlagen. Und hier oben könnt ihr es vielleicht erahnen, hier sind zwei Äpfel drin und du kriegst halt auch noch zwei. Ja. Also insgesamt haben wir jetzt für die wenigen Sachen 5,30 €. Hat so ein bisschen, keine Ahnung, Kanada oder USA Vibes. Naja, und jetzt brauchen wir noch Gas. Was wir haben? Wir haben Gas. Ja. Echt cool. Vor allem sieht auch sehr stylisch aus. Hat jetzt insgesamt 23 Euro gekostet, ne? Ist in Ordnung. Das müssen wir jetzt alles noch reinkriegen. Mittlerweile wird es schon echt kritisch, vor allem bei mir. Ich habe halt einen kleineren Rucksack als der Christian. Pause! Christian schneidet seine Monster-Äpfel. Ja. Ja, die sind schon echt groß. Zeig mal her, den Apfel da. Das ist schon mega. Ich habe große Hände. Island-Ponys. So, wir laufen jetzt das erste Mal ein bisschen abseits von den Wegen. Die Stadt lassen wir jetzt mehr oder weniger hinter uns. Wir haben heute Abend noch mal einen Supermarkt, bei dem wir für die nächsten zwei Tage einkaufen müssen, weil dazwischen kommt keinerlei Supermärkte oder Dörfer. Aber wir haben ja noch 500 Gramm Nudeln hinten drin im Rucksack bei mir. Deswegen kommen wir mit einem Tag auf jeden Fall gut klar. Und dann kaufen wir uns noch ein bisschen Brot und noch weitere Nudeln. Ich weiß noch, der steht auf der Art, oder? Ja. Sehr gut. Schon, oder? Nudeln? Pass. Ja. Die sind auch voll billig. 1 Kilo. Sehr gut. Ich bin gerade auf dem Radweg unterwegs. Der ist ziemlich lang, aber auch ziemlich geil. Landschaftlich ist hier richtig herrlich. Hinten zum Beispiel noch so ein Fluss im Hintergrund. Allgemein, sehr schöne Landschaft. Man muss dazu sagen, wir sind ja derzeit noch direkt neben der Straße und uns ist extrem aufgefallen, dass hier die Autos, die hier fahren, ich weiß nicht, ungefähr zu 80% SUVs oder Jeeps sind. Okay, wir bewegen uns gerade auf diesem schönen Pfad hier. Ja. Und Pferdestapelpfad. Wir sind jetzt ungefähr 25 Kilometer von der Hauptstadt, also Reykjavik, entfernt und da ist halt einfach nichts mehr. So rundum nichts mehr zu sehen. Wir haben so 5 bis 10 Minuten Pause gemacht. Haben wir die Solarpanel dran gespannt, die könnt ihr beim Christian zum Beispiel sehen. Das Kabel verläuft dann schön nach vorne von der letzten Handy. Also ist eigentlich perfekt, das kann man gut beim Lauf laden, wenn die Sonne natürlich von hinten kommt. Die ersten paar Stunden, wenn man aufsteht, ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir in den Osten laufen. Dann kommt die Sonne dann frontal auf uns, aber so gegen Nachmittag sind wir gerade hier. Aber während dem Laufen ist es auch ganz praktisch. Ja, genau. Und es ist extrem windig geworden gerade. Also man kühlt schon ziemlich aus hier. Besonders auf dieser großen Freifläche pfeift der Wind halt einfach, glaub ich, in der Hand. Es wird noch sehr viel Wind geben. Hi. Hier in Island sind keine Wanderwege ausgeschildert, sondern Pferdewege. Also das wird in Island Ponys hat sich bestätigt. Hier sehen Sie eine ganz normale Straße in Island. Ganz normal befahrbar mit jedem Auto. Das meinst du, ich schaffen? Das schafft ihr wirklich toll. Rucksack haben wir vorne auf dem offiziellen Weg gelassen. Und das soll gleich ein Wasserfall sein. Den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Boah, ja, der ist ultra fett. Der ist ultra fett. Boah. Schon gerettet sind. Heftig. Alter! Ja. Der Bus ist direkt neben uns. Und da hinten ist der Wasserfall gewesen. Ne?
und man hört halt von diesem Weg hier, wo wir gerade laufen, gar nichts davon. Ja, und man denkt es auch nicht, weil der so flach ist, der schaut so friedlich aus. Heute steht ja eine Tagesetappe von ungefähr 30 Kilometer an. Müssen wir schauen, wie weit wir kommen, ob wir mit 30 machen oder nicht. Schauen wir. Flussüberquerung Nummer 1. Ja, springen wir? Ich habe da so einen guten Sprung letztes Mal hingelegt. Oh Mann, ey. Ich bin trotz Zusatzgewicht von fast 20 Kilo. Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Okay, das reicht dann auch mit Flussdurchquerung, glaube ich. Schuhe wieder an, weiter geht's. Wir kommen von da hinten. Da hinten ist das Meer, da haben wir irgendwo übernachtet. Und jetzt sind wir heute den ganzen Weg hierher gelaufen. Bis hierher. Das ist ein richtig hoher Berg, ist uns schon aufgefallen. Keine Ahnung, wie hoch der ist. Der wird schon über 1000 Meter sein. Oben steckt ein Jeep fest, glauben wir. Wir müssen da eh hoch, deswegen schauen wir jetzt mal hin. Oh, vielleicht steckt der auch gar nicht fest. Ja, es geht. Ja, passt. Weiter, weiter geradeaus. Weiter. Bisschen zu mir. Zu mir. Warte mal. Ja, da kannst du in die Wiese fahren. Jetzt hat das Auto erfolgreich runtergefahren. Natürlich, dank ausreichend Offroad-Kenntnisse. Ich konnte auch kein Englisch. Das war nochmal ein bisschen schwierig, sich zu verständigen. Aber allgemein, die Menschen hier können sehr viel Englisch. Sehr gutes Englisch. Wir werden jetzt nicht mehr allzu lang laufen. Wir schlagen jetzt ziemlich bald unser Zelt auf. Das muss hier noch ein bisschen getrocknet werden. Und eben, es geht echt schnell dann. Also, wir sind am Stellplatz angekommen. Stellplatz. Christian hat es immer noch mit seinem T4 im Kopf. Ja, genau, ich war jetzt drei Wochen mit dem T4 unterwegs, das ist der Stellplatz. Da vorne ist noch die Straße, das heißt, wir ein bisschen noch Verbindung. Weil wir heute den Tag lang über lange keine Verbindung hatten. Und Sonne haben wir auch, Wasser haben wir da vorne. Das ist ein kleiner Bach. Ja, das vorne. Können wir jetzt Wasser holen für die Nudeln? Kommt davon, ob wir Nudeln machen, aber ich denke schon, ne? Ja, wir machen Nudeln. Ja. Und der Untergrund ist nicht so hucklig, schön weich, perfekt. Was soll man mehr? Nicht die feine italienische Art. Wir sind auf der isländischen Art unterwegs. Lecker frei, hat der Christian gerade gesagt. Nudeln sind fertig. Und er hat eigentlich recht. Ja, ist so ein bisschen brei. Christian hat sich professorisch eine Flasche zerschnitten. Das ist sein Teller für den nächsten Monat. Ah, naja, geht schon. Sehr zäh und breiig, aber die sind irgendwie seltsame Nudeln. Das sind so Schnellkochnudeln. Ja. Guten Appetit, ne? So sehen Leute aus, denen kalt ist. Deswegen rennen sie und gleichzeitig Zähne putzen. Wie war die Nacht, Christian? Ja, ein bisschen kälter als gestern, ne? Ja. Hat man schon gespürt. Ja. Ja, ich hatte die ganze Nacht den Schlafsack zu eigentlich. Ich hatte sogar jetzt eine Unterziehhose und ein Langarm-Shirt an. Also trotzdem ein bisschen kälter als gestern. Heute laufen wir sehr abseits von dieser Straße. Und der Christian meinte, wir treffen dann erst heute Abend wieder auf diese. Dann haben wir vielleicht am Abend wieder Empfang. Wir essen auf jeden Fall jetzt ein bisschen Baguette. Das sage ich ja seit gestern mit mir rum. Ja. Na? Jetzt genießen wir noch unsere Butterkekse. Oh Mann, Scheiße. Ich komme jetzt hier durch. Keine Ahnung. Hier können wir drauf steigen.
Deine Nase ist ja echt scheiße, ne? Ja. Wir legen gerade, ob ich da rüber gehe und dann den Rucksack ein bisschen rüberspringen. Und, aber wie wollen wir den Rucksack rüberbringen? Wir könnten da vorne hin, da, zu dieser Flussstelle. Ist der besser? Vielleicht. Gehen wir mal darüber. Wir haben noch total mal, ne? Da hier ist es besser, oder? Ja, ich denke auch. Sieht richtig komisch aus. Wie du das so hoppen. Ich erinnere alles so krass an Norwegen, ne? Wirklich. Das ist schon ähnlich, die Landschaft. Sehr ähnlich. Aber der Strand ist nicht so lustig. Okay, das ist jetzt die 9. Flussdurchquerung. Wir haben gesagt, wir zählen alle Flüsse, die breiter als 3 Meter sind. Und über die man halt nicht einfach so drüber gehen kann, über eine Brücke oder sonst irgendwas. Zum Beispiel das hier. Hier gerade ein bisschen Pause, den Butterkekse essen, Banane oder sowas. Genau, wir haben jetzt auch noch mal ein bisschen geplant, wie wir es die nächsten Tage machen. Wir haben nämlich jetzt morgen Abend oder Nachmittag bis Abend noch einen Supermarkt. Dann ist erstmal aus, also wir haben dann 6 Tage, in denen wir weder einkaufen können oder irgendwelche Leute wahrscheinlich treffen. Genau, wir haben jetzt beschlossen, wir kaufen 2 Kilo Nudeln fürs Abendessen, dann ein paar Brote fürs Mittagessen, so ein bisschen Haferflocken fürs Frühstück, genau. Das ist so der Plan. Und nach 6 Tagen durch die Pampa laufen quasi, treffen wir dann auf eine Hütte und da müssen wir dann heute Abend nochmal klären, ob uns da irgendjemand Essen hinliefern kann für die weiteren oder die nächsten 5 Tage. Genau. Noch eine? Ja. 12. Wie viel Platz will ich hier eigentlich? 50? Nee, ich gehe einfach auf die Hütte und dann drüber. Christian meinte, der ist ganz schön reißend, der Fluss. Wir gehen mal darüber, ich glaube, da ist besser. Riecht nur ein bisschen nach Abwasser, kann ich schon wohnen. Ja. Ich hab richtig Angst. Ja, glaube ich dir, ich werde gleich auch Angst haben. Ich bin auch keine. Wir können auch da vorne probieren, naja, egal. Okay, los, dann mach jetzt. Ja, gut. Ich hatte gerade richtig Schiss bei dem Ding. Das war ganz schön weit. Ja. Das ist richtig weit, gell? Sauber. Wichtig. Wichtig für die nächsten Tage. Ja, der Schritt hat nicht geklappt. Das müsste ja schön sein. Ich bin gerade hier so einen richtig heftigen See entdeckt. Wir sind einfach hier hochgewandert. Da unten im Weg hat man noch gar nichts davon gesehen. Und allgemein, die Landschaft ist echt so schön. Weit und breit nichts. Einfach nur Steine, Wiesen, Berge, Seen. Und Flüsse. Ganz viele Flüsse. Wir haben einen Pickel gefunden. Ja. Wenn wir auf den Gletscher müssen, dann nehme ich den Flügel mal mit, ne? Ja. Oder um den Pfad hier reinzuhauen. Wir haben ja sonst zu wenig Gepäck, gell? Und den, Hering reinzuhauen. Ah, ist so weich. Ja. Sonne.
Bisher läuft es ziemlich gut, würde ich sagen. Man spürt schon die eine oder andere Stelle, zum Beispiel hier die Rucksackschnalle und der Teil hier, weil die ganze Zeit reindrückt und darunter ist die Hose und meine Fußsohlen, die tun auch leicht weh. Aber das sind jetzt alles nur so Kleinigkeiten, würde ich mal sagen. Ja, und ich würde allgemein sagen, wir sind heute schon ziemlich gut vorangekommen. Heute stehen ungefähr wieder 25 Kilometer an. Der Weg ist auch echt, oder die allgemein, die ganzen Wege bisher waren echt perfekt. Und ich glaube auch, dass hier ziemlich viele Motorrad fahren oder so Motocross oder sowas. Ja, aber ein Auto würde hier, glaube ich, nicht mehr durchkommen. So, jetzt gehen wir gleich zum See runter. Mal schauen, was es da alles so gibt. Bin ich auch mal ein bisschen gespannt. Jetzt haben wir den See da hinten auch erreicht, den ich euch vorhin ja mal gezeigt habe. Wir haben jetzt hier so einen Aussichtspunkt entdeckt. Hier sind echt viele Leute. Mal schauen, was man das sieht. Boah, das sieht aber schon krass aus. Was? Ja. Oh. Wir haben jetzt noch ein Baguette ungefähr, ist natürlich gebrochen, hatte ich die ganze Zeit hinten am Rucksack dran. Jetzt ist es mittlerweile schön weich. Ui. Hier laden wir gerade nochmal unsere Sachen auf mit dem Solarpanel. Christians funzt richtig gut, gell? Ja. Meins, naja, ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen. 20 Kilometer mal jetzt genau. Hier unten jetzt übrigens bei diesem Park, da oben war diese Aussichtsplattform, wo wir vorhin gelaufen sind. Und bei uns geht es dann über die Brücke da hinten da weiter. Das See heißt übrigens Pingvallavatn und der ist mit 84 Quadratkilometern der größte See in ganz Island. Hier im Hintergrund könnt ihr ihn sehen. Jetzt lassen wir mal das ganze Touristengebiet hinter uns. Dann ist jetzt noch das See zu sehen. Vor allem der Christian fand dieses Gebiet relativ uninteressant. Ja, das sage ich jetzt nicht, aber super spannend war es jetzt auch nicht. Aber dass da jetzt so viele Menschen sind, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Und vor allem diese ganzen Tauchergruppen, da gab es ja noch viel mehr als auf dem Video jetzt. Entweder gibt es irgendwas Spektakuläres zu sehen, ansonsten kann ich mir das nicht anders erklären. Weil wer will denn in Island hier tauchen gehen, bei der Kälte und bei den Preisen? Wir laufen jetzt hier an der Küste entlang. Man könnte denken, das ist Meer, aber das ist tatsächlich noch dieser Riesensee. Das ist richtig heftig. Man kann zwar trotzdem die andere Seite gut erkennen, also die andere Seite vom See, aber trotzdem sieht es wirklich sehr meerähnlich aus. Genau, und wir laufen jetzt schon seit einer längeren Zeit auf diesem schmalen Pfad. Die Stecken haben wir jetzt mittlerweile weggepackt, weil es einfach nur noch umständlich ist und einen eher aufhält, als einen voranbringt. Wir haben jetzt hier gerade einen offiziellen Campingplatz oder sowas gefunden. Und da vorne kann man anscheinend sein Zelt aufschlagen. Könnt ihr vielleicht da vorne erahnen, da steht eins. Wir haben beschlossen, wir gehen jetzt trotzdem weiter, weil es erstmal ein bisschen was kostet und wir können uns halt auch irgendwo in die Pampa einfach legen. Und ja, weil wir noch ein paar Kilometer machen können. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einem Campingplatz. Das Problem ist, wir befinden uns hier mitten in einem Naturpark und es ist vorhin auch schon so ein Ranger begegnet, der das Ganze ein bisschen abklappert und an jeder Ecke steht quasi so nicht Zelten oder so. Deswegen suchen wir jetzt gerade so eine Art Lücke oder Wiese, wo man gut übernachten kann oder eben wir laufen gar weiter. Aber es ist halt noch ein ganzes Stück, ne? Freifläche. Das ist die Freifläche. Ja. Oh shit. Da oben vielleicht. Ja, das können wir auch. Okay, das ist unser Zeltplatz für heute. Mega Ausblick. Genau, ein bisschen weiter rüber. Ja. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben kein Wasser. Wir haben jetzt hier endlich einen Campingplatz hier gefunden, habe ich hier gerade eben schon gezeigt. Und unten ist der See. Ja, keiner will jetzt unbedingt da runterlaufen, also ich bin jetzt nicht so super motiviert, das zu machen. Deswegen machen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck, wer das Wasser für die Nudeln holt. Hier, los geht's. Bis drei, ne? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Machen wir bis vier? Ja, bis vier. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, was ist hier? 13, ne? Oh, oh. Ja, 13. Schnick, Schnack, Schnuck.
Sechs Stück. Shit! Mann! Ah, hier, hier. Geil. 1,6 Kilometer. Oh Mann. Ich baue ja schon mal den Koffer auf in der Zeit. Warum muss dieser blöde Fluss ausgetrocknet sein, ey? Gibt's doch nicht. In dem Scheiß darf ich jetzt da runterlaufen. Aber egal. Ich glaube, ich komme nicht um diese 1,6 Kilometer drumherum. Bin jetzt auch mal da. 3 Stunden später. Jetzt wird Wasser aufgefüllt. Die Nudeln sind fertig. Sind die auch auf keinen Fall da ausgefallen oder so? Das war schon da. Christian holt natürlich noch seinen Teller raus. Ja, hier sind echt viele Mücken. Vielleicht seht ihr das ein bisschen, aber die regen halt schon auf. Der fühlt sich aber einfach nur auf. Das ist das Nervigste auf der ganzen Tour. Da sind ein paar Mücken. Wir haben nicht wirklich ein Problem, aber es ist halt trotzdem nicht so schön. Da ziehen Regenwolken auf, das hat der Christian gerade entdeckt. Kann man relativ gut sehen, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rauskommt. Und wir haben das Regenradar dann für morgen schon mal gecheckt. Und das sieht halt gar nicht gut aus, wenn man das mal so genauer anschaut. Das heißt, wir haben um 13 Uhr nur ganz kurz keinen Regen. Und sonst den ganzen Tag. Was sagst du dazu, Christian? Ja, nicht schön. Aber so. Nee. Jetzt ist es sehr, sehr windig und wie gesagt, es soll ja den ganzen Tag regnen. Deswegen haben wir schon die Regensache angezogen und die Rucksäcke schön verpackt. Wir haben herausgefunden, dass es um 7 Uhr oder kurz nach 7 erstmal nicht regnen soll. Und dieses Zeitfenster haben wir dann eben jetzt mal ausgenutzt und haben alles zusammengepackt. Hat ganz gut geklappt. Deswegen sind wir heute relativ früh unterwegs. Wie war die Nacht, Christian? Ja, ich hatte gut. Von der Kälte her ging es voll, gell? Ja, ich hatte es auch mehr an, aber ja, war echt warm. Wir nutzen die Regenpause noch gar aus und machen ein 10-minütiges Stehfrühstück. Bisschen windgeschützt. Also ich finde es schon echt sehr kalt gerade. Ist auch kein Pulli an. Naja, stimmt, ich habe keinen Pulli an. Handschuhe hatte ich gerade an und deswegen kann ich gut die Stecken benutzen. Die Frage ist nur, wie ich es danach mache, wenn es regnet. Ne? Dann werden die Handschuhe halt klitschnass. Die Handschuhe ziehe ich aus, wenn es geht. Echt? Ja, die sind zum Wärmen da oder nachwärmen. Christian, was sagst du zu dem Wind? Ist in Ordnung. Das ist ein bisschen anstrengender, ne? Du musst einfach niedriger laufen, wie geht das? Liebste Gangart! Bitte mit weniger Angriffsfläche. Dann geht's. Gerade eben klitschnass, jetzt ist schon wieder halb trocken. Perfekt. Einfach mit positiven Dingen rausziehen. Ich kann mich nicht gut erkennen. Das ist die andere Seite.
alles trocken ist. Vorne und links ist halt total nass. Also da, das ist richtig krass, das kann man eigentlich ausbringen. Kommen wir wahrscheinlich noch in dieses Tal da unten. Ich kann mir auch vorstellen, dass das da unten sehr nass und windig ist. Ja, jetzt sind wir wirklich in Island angekommen. Sonnenschein, schönes Wetter und so. Aber jetzt, endlich, jetzt können wir Island fühlen. Ich verstehe. Kommt einfach ein Auto, das ist der erste Mensch, den wir heute sehen. Mitten im Nirgendwo. Wir machen jetzt gerade eine Tunnelpause. Das ist so ein Zweittunnel, falls der links neben uns überläuft für den Fluss. Da habe ich ja gerade die Flasche aufgefüllt. Wir haben in Luftlinie 6 Kilometer den nächsten Supermarkt. Das ist hier der letzte vor den 6 Tagen. Er zeigt jetzt Bescheid. Nix! Boah, das ist so verdammt kalt, gell? Bei bestem Wetter noch besseres Flussenwerk werden. Die Hose ist mittlerweile komplett durch. Das Problem ist auch, dass die ganze Messe jetzt in die Schuhe runterkriegt, weil sie über die Socken hat. Das hat sie jetzt mittlerweile ein bisschen geschmeckt, schon nass. Und die beiden Hände sind noch arschkalt. Ich glaube, die werden aber auch nicht mehr so richtig warm. Ich freue mich überhaupt nicht, alle an, das Zelt aufzubauen. Das ist richtig widerlich. Also, ich komme jetzt durch. Was die Hose. Da hinten ist noch. Da. Oh ja, stimmt. Der Kniekehl, ja. Also das wird richtig widerlich auf jeden Fall heute Abend. Ich habe den Schritt schon ziemlich hoch gehalten gerade, weil jetzt ranwerden muss. Ich glaube, wir werden ihn auch noch grenzen. 6 Kilometer sehr hoch halten. Bis zum Supermarkt. Willkommen in Laugarmann. Jetzt sind wir im Ort angekommen, wo der letzte Supermarkt steht. Ich könnte da vorne wahrscheinlich sehen. Wir vermuten, dass er da ist. Das ist richtig krass, wie schnell wir vorangekommen sind. Ja, man hat halt keine andere Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Ne? Genau. Im Regen läuft. Und dadurch läuft man einfach stur den Weg entlang eigentlich. Ja. Aber ich fand es jetzt in Ordnung sogar. Ja. Also wir sind ziemlich gut vorangekommen. Es hat sich gar nicht so gezogen, der Weg. Wo denn? Das ist jetzt unser Einkauf. Ihr dürft gerne mal raten, wie viel das gekostet hat. Ja. Ich sag's euch jetzt mal, 67 Euro. Und wir waren wirklich billig unterwegs. Wir haben hier Haferflocken, Toastbrot. Und das müssen wir jetzt alles in die Rucksäcke bekommen. Das ist natürlich auch nochmal eine große Herausforderung, ne? Wir sträuben uns gerade so ein bisschen weiter zu gehen. Wir sind jetzt hier über eine Stunde schon im Supermarkt. Aber es ist halt total kalt außen und es tröpfelt immer noch. Jetzt ist echt besser. Wir müssen auch nicht mehr los. Nochmal. Es ist arschkalt! Die Schuhe sind blitznass. Los! Das, aber immerhin regnet es gerade nur leicht. Strömen. Der Wind ist auch nur leicht. Ein Orkan. Also sollten wir uns eigentlich freuen. Das ist eigentlich sehr schön gerade. Seitdem wir die ganzen Einkäufe in die Rucksäcke gepackt haben, die richtig schwer die Rucksäcke. Wenn man so einen Berg rauf geht, sitzt es ganz schön in den Beinen. Schuhe sind klitschnass. Beim Christian schwimmen sie schon drin. Ja? Ja. Aber nicht regengeschützt. Wir überlegen nämlich auch gerade wegen einem Zeltplatz, wo man gut campen kann. Das wäre jetzt hier zum Beispiel eine Option. Aber es regnet halt gerade ziemlich stark. Deswegen laufen wir eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen weiter. Wir wissen nicht genau, wo der perfekte Platz ist. Gehen wir schon. Ja, ja. Ich bin immer noch zu stark. Ja. Schuhe sind auf jeden Fall klitschnass. Hose mittlerweile auch wieder. Nicht schön. Ich habe gerade nicht so viel Lust, das Zelt aufzubauen.